Ja, moin zusammen. Super, dass ihr auf dem Montag wieder dabei seid. Wie ihr seht, bin ich heute in einer neuen Location bei meinem Partner, dein Sportsfreund. Erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Und zur Feier des Tages hat Borussia natürlich einen neuen Spieler verpflichtet. Maxi Wöber hat bei Borussia unterschrieben, wurde heute vorgestellt. Es wird sogar noch ein Spieler von Juventus Turin gehandelt. Und wir machen ein Gewinnspiel heute zur Feier des Tages. Verlost dein Sportsfreund ein Auswärtstrikot, heute ganz neu rausgekommen oder vor ein paar Tagen. Und das Einzige, was ihr tun müsst, ihr macht es sowieso immer, kostenloses Abo dalassen, Daumen nach oben und in die Kommentare schreiben, dein Sportsfreund gönnt mit eurer Trikotgröße und dann werden wir einen Glücklichen aussuchen und dem das Trikot zuschicken, ne? Genau. Vielleicht kurz bevor wir zu Maxi Wöber kommen, wer bist du? Ich bin Robin. Ja. Ich bin jetzt, glaube ich, zum dritten Mal hier zu Gast. Ich arbeite bei deinem Sportsfreund und wir drehen heute zusammen die Folge für Buschis Borussia ab. Und jetzt geht's los und ich freue mich, dass du dabei bist, weil du nochmal eine andere Meinung hast, auch Borussen-Fan, ne? Ja. Aber vielleicht ein bisschen weniger emotionale Meinung manchmal als ich. Ja, Maximilian Wöber ist da, hat bis 2024 unterschrieben, ausgeliehen, Linksfuß, kann eigentlich, hat Roland Wirkus auch gesagt, linker Innenverteidiger spielen, kann aber auch auf links auf der Außenverteidigerposition spielen, soll 500.000 Euro kosten, von der Kaufoption ist jetzt noch nicht die Rede. Deine Einschätzung mal zu dem Deal? Ich denke, es ist eine super Lösung. Ja. Erfahrenen Spieler zu holen, der aber immer noch jung ist, ja, der in vielen internationalen Ligen schon gespielt hat und sein Niveau gezeigt hat. Clever von Roland Wirkus, bei Leeds zu suchen, haben andere Bundesligisten ja auch schon gemacht, ja, da jetzt halt die Situation ausnutzen, dass sie abgestiegen sind. Super Deal. Kann Linksverteidiger und Innen spielen, gerade wenn die mit einer Dreierkette anfangen wollen, als linker Innenverteidiger sehe ich da schon. Gerade auch in der Dreierkette nochmal einen super souveränen Innenverteidiger dazu zu holen. Ich finde, man muss einfach sagen, bei allem, was man zu Roland Wirkus denkt oder sagt, was in den Medien auch präsent ist, habe ich beim letzten Mal auch gesagt, der macht seinen Job und der Kader entwickelt sich immer stärker. Ich finde, wir haben mittlerweile wirklich einen bockstarken Kader und vor allen Dingen aus meiner Sicht breiter als letztes Jahr, mehr Konkurrenzkampf. Und dann haben wir bei Daniel Farke einen Spieler weggeschnappt. Gut, die hatten ja die Klausel, aber aus meiner Sicht, wie du sagst, ein Top-Transfer. Internationale Erfahrung, schon viermal Meister geworden in Österreich. Österreichischer Nationalspieler. Bringt alles mit, in der Premier League Stamm gespielt, ist ja erst im Januar zu Leeds gekommen mit Robin Koch, der jetzt in Frankfurt ist. Ne? Das waren so die Optionen. Und dass wir den für 500.000 Euro ausleihen können, ist schon mal super bis zum Ende des Jahres. Und dann kennen wir alle, Roland Wirkus ist gut im Verhandeln und ich glaube, wenn wir eine ordentliche Saison spielen, ist die Chance auch gar nicht so gering, falls Leeds nicht aufsteigen sollte, dass wir den auch vielleicht unter 10 Millionen verpflichten können. Top-Alter auch, ne? Wird erst nächstes Jahr 26, 1,88 groß. Und willst du noch was abschließend zu dem Wirber-Transfer sagen? Ich freue mich auf den Mann. Definitiv. Absolut. Und ich glaube auch, dass Roland Wirkus und Nils Schmadtke wissen, dass falls Leeds nicht aufsteigen sollte, dass es da eine große Option gibt, den für Untermarktwert zu verpflichten. Ja, da freuen wir uns drauf und Maxi, herzlich willkommen bei unserer Borussia. Und heute ist ein Name aufgetaucht. Ich fand, du hast ihn eben sehr, sehr gut ausgesprochen. dass noch ein Offensivmann kommen soll. Der Name ist heute aufgetaucht. Ich würde es jetzt mal versuchen, Matthias Soulet. Ohne Gewehr natürlich, die Aussprache. Spielt bei Juventus Turin. Rechts außen, kann aber auch hängende Spitze spielen. Vielleicht so ein bisschen als Ersatz für Schwanscherer, obwohl er natürlich absolut nicht die Größe hat, ne? 1,82. Kannst du mehr zu dem Spieler sagen? Wie gesagt, hat 13 Spiele in dem letzten Jahr für Juve gemacht, auch in Europa League gespielt. U20-Nationalspieler von Argentinien. Du hast gesagt, du kennst ihn von FIFA. Ich habe noch nie FIFA gespielt oder sehr, sehr selten. Kannst du was zu dem Mann sagen? Würde uns offensiv noch breiter ausstellen? Und dann ist natürlich auch die Frage, was wird dann mit Hannes Wolf, ne, der auch Flügel spielt? Ich glaube, das Kapitel wird zu Ende gehen, spätestens nächsten Sommer. Ne? Ja, also ich kann nicht wirklich viel mehr sagen. Ja. Aber ich glaube, dass 13 Einsätze bei Juve schon für sich sprechen. Ja. Ob wir den wirklich holen. Oder ob wir ihn brauchen, erstmal die Genau, Frage. Das ist das Thema. Wenn du überlegst, du hast rechts gerade Honorar, Ngumu, der eine gute Vorbereitung spielt. Definitiv. Du hast Patrick Herrmann auch noch. Definitiv, ja. Schwanscherer Ranos. Ranos, ne? Dahinter Player aktuell. Ja. Dann hast du Hack,
Neuhaus noch da vorne irgendwo in der 10, der der Position spielen kann. Ne? Ja, aber im Endeffekt, also das hat letztes Jahr gefehlt, dass wir auch breit aufgestellt sind. Ich hätte nichts gegen den Transfer. Die Frage ist, wie realistisch ist der Vertrag bis 2026? Ja. Der hat bei Juve einige Spiele gemacht. Die werden den nicht für ein Apfel und ein Ei gehen lassen. Ja. Und da weiß ich nicht, ob das dann eine Leihe mit Kaufoption sein kann oder so. Oder wenn man sagt, Fabian Rieder kommt nicht, der hat aber eigentlich mit der Position nichts zu tun. Mhm. Aber ja, interessanter Mann, kam heute auf. Haben wir mal mitten die Folge reingenommen. Bevor wir zu unserer Ausstellung kommen, mit Würber, glaubst du, Fabian Rieder kommt noch? Schwierig. Ja. Ich glaube schon, dass Gladbach weiter Interesse hat. Ja. Und falls noch was passiert auf der Abgangsseite, glaube ich auch, dass Gladbach es versuchen wird, ihn zu holen. Die einzige Frage, die sich mir stellt, ist, wartet der so lange? Ja, das ist die Frage, die es gibt. Ja. Er ist überdurchschnittlich talentiert für die Schweizer Liga, hat den höchsten Marktwert in der ganzen Schweizer Liga, spielt beim Top-Club. Linksfuß wird uns nochmal eine richtige... Mit Würmer, Linksfuß. Mit zwei Linksfüßen, hättest du natürlich auch noch zwei Waffen in der Mannschaft. Also ich würde mich freuen, wenn er zu Gladbach kommt. Ja. Die Frage ist, glaube ich, einfach nur, wartet er noch so lange, kriegt er ein anderes Angebot? Schwierig einzuschätzen. Meine Prediction für diese Woche war, Würber kommt, da ist schon mal ein Haken dran. Elvedi wechselt zu Wolverhampton und am Freitag wird Fabi Rieder vorgestellt. Das war meine Prediction. Also wenn die aufgeht, dann erwarte ich auch einen Gewinn für mich, auf jeden Fall. Und jetzt kommen wir mal kurz zur Ausstellung. Also so haben wir uns mal so ein bisschen gedacht, könnte es am ersten Spieltag aussehen. Wir haben in den Testspielen gegen Stuttgart, da haben wir schon einige gute Ansätze gesehen. Ja. Dazu kommen wir jetzt noch, aber die Ausstellung wäre für uns jetzt schon mal realistisch. Mit Honorar und Ngumu auf einer Seite hättest du natürlich massives Tempo. Ja. Schwanscherer hat 3 Buden gemacht, auch ein Freistoßtor. Player, das war eigentlich alles schon gegen Stuttgart viel zu stark für die Phase und den Umbruch. Ne? Das sah schon alles sehr, sehr gut aus. Itakura auf der 6. Ob das jetzt mal so kommt oder nicht, sei mal dahingestellt. Was mir gut gefällt ist, Seoane probiert unheimlich viel. Skelly in der Dreierkette als rechter IV haben wir jetzt auch mal aufgestellt. Er setzt Itakura auf der 6 ein, probiert das. Er lässt Player auf der zentraleren Position spielen. Er lässt Ngumu mal rechts, mal links spielen. Da passiert schon relativ viel. Wie vielleicht deine Einschätzung noch zur Ausstellung und zu Seoane? Super Eindruck bis jetzt, würde ich sagen. So hast du natürlich super viel Tempo mit Ngumu und Honorar. Ja. Du hast aber auch die Option, so wie wir es gegen Stuttgart öfter mal gesehen haben, dass Ngumu sich so ein bisschen in die Tiefe fallen lässt und dann halt mit dem Tempo voll durchgeht. So verschiebt sich das Ganze halt wieder zu einer Viererkette, wo Skelly dann halt den Rechtsverteidiger netzt, den reinen Linksverteidiger, und so hast du Player auf der 10, der die Bälle super verteilt hat, seine große Stärke, die Abschlüsse so rund um den 16 herum, hat man schon viel von gesehen. Fände ich eine gute Aufstellung. Einzige Frage, die mir bleibt, wo bleibt Robin Hack? Ja. Weil der eine super Vorbereitung spielt. Definitiv. Und ja, ich glaube, lieber eine Aufgabe haben, wen man überhaupt aufstellen kann oder muss. Ja. So, letztes Jahr war halt viel... 80% war gesetzt, egal wie kacke die gespielt haben. Ne? Ja. Und ich finde das gut. Also mir ist auch egal. Also wenn dann mal einer auf der Bank sitzt, wo man denkt, der kann nicht auf der Bank sitzen, ist eigentlich das Beste. Also Kone ist ja immer noch da. Ja. Der wird nicht fit sein. Vielleicht geht er auch noch und dann kommt noch ein Rieder. Es bleibt abzuwarten. Aber ich finde, ich sag's, wir haben eine stärkere Mannschaft als letztes Jahr. Ja, wenn man jetzt sieht, wen man da jetzt Kiarodia... Du hast gerade Friedrich nicht aufgestellt, Hack nicht Kone, aufgestellt. Kramer, Kone, Patrick Kramer, Patrick Herrmann. Ja. Da ist noch einiges da. Und vielleicht kommt noch vorne eine Option. Und dann sind wir aus meiner Sicht top besetzt. Ja. Ne? Und das deutet Wirkus auch an. Ngumu, kurz vor der Explosion. Also was der Junge in der Vorbereitung abgerissen hat, mit welchem Tempo der läuft. Mhm. Aus meiner Sicht deutlich ballsicherer auch geworden. 2 Tore gegen Stuttgart gemacht, ich glaube 1 oder 2 Vorlagen auch gemacht, 2 Vorlagen glaube ich auch gemacht, ne? Das gefällt mir sehr gut, auch von rechts wie links. Glaubst du, das wird in Gummus Saison? Ja, ja, tatsächlich. Viel selbstbewusster in den Aktionen als im letzten Jahr. Letztes Jahr wurde er oft so abgestempelt, so von wegen, ja, der ist schnell, aber macht mehr kann er nicht. Ne? Genau. Ja. Und auch das Tor gegen Saarbrücken oder Ingolstadt. Beschreib mal. Also gegen, das Solotor. Das war Saarbrücken. Das war Saarbrücken. Ich glaube, das hast du letztes Jahr nicht oft gesehen. Und da sieht man Selbstverständnis im Spiel, dass er Bock hat, dass er weiß, er muss sich auch zeigen. Es geht hier auch gerade um irgendwas. Und
wenn das so weitergeht und er wirklich, glaube ich, ein, zwei, drei gute Spiele in der Bundesliga hat, dass das auch in der Bundesliga so weitergehen kann. Ja. Perfekt. Vielleicht noch kurz zu unserem neuen Wunderstürmer Thomas Schwanscherer. Die Bild-Zeitung titelt jetzt schon besser als Markus Thuram. War natürlich beeindruckend, ne? Freistoßtor, super schnell, gut, gute Technik, Kopfballtor, sehr kompletter Stürmer, so wie es aussieht. Ja. Nicht, dass wir dann den nächsten Kolumani schon verpflichtet haben, mal abwarten. aber es sieht sehr, sehr gut aus. Ne? Natürlich, Vorbereitung ist Vorbereitung, nicht zu ernst nehmen. Ne? Wir haben ein knackiges Auftragsprogramm, aber wie siehst du Thomas Schwanscherer? Ja, Schwanscherer. Sieht tatsächlich nach einem kompletten Stürmer aus. Wirklich Kopfballspiel, Technik, vorbereitend, Abschlüsse. Ja. Und auch kühl vom Tor, ne? Hat wenig liegen gelassen in der Vorbereitung. Ja. Auch den Freistoß satt, auch wenn Nübel da vielleicht nicht gut aussieht, aber satt in den Winkel geschossen. Ja. Glaube, können wir Spaß dran haben. Darf sich nur nicht verletzen. Ne? Ja. Das ist halt so, wenn der sich verletzt, dann hast du schon vorne wieder, musst du so auf eine Alternativlösung. Klar, Player kann da spielen, Ranos kann da spielen. Ja. Honorar wurde da ausprobiert, ne? Aber so der einzige wirkliche Stürmer ist Schwanscherer im Kader. Ja, von dem Kaliber auf jeden Fall. Also ich finde, Ranos ist halt ein komplett anderer Typ, aber gerade die Flexibilität von Seoane gibt auch eine Riesenmöglichkeit für den. Ich finde auch, dass Ranos gute Ansätze zeigt schon. Wahrscheinlich noch nicht so weit ist wie ein Schwanscherer, der in der ersten tschechischen Liga schon getroffen hat. Aber und wird man sehen. Und wir können wieder Standards mit Robin Hack und Honorar. Das sah sehr, sehr gut aus. Das sah sehr, sehr gut aus. Itakura auf der 6, glaubst du daran? Gegen Ingolstadt hat er das gespielt. Weigel war sehr angetan mit ihm auf der 6. Bringt da auch defensive Stabilität an, hat Weigel gesagt. Dadurch, dass wir jetzt noch einen neuen Innenverteidiger haben, haben wir mit Wöber, Kia Rodia, Marvin Friedrich, drei sehr, sehr gute Innenverteidiger. Ja. Du hast Toni Janschke noch in der Hinterhand. Nico Elvedi ist immer noch da, obwohl wir glauben eigentlich, dass er geht. Könntest du dir das vorstellen? Also mir gefällt das sehr auf der 6. Man kann es ausprobieren. Die Frage ist, ob du dir in der Innenverteidigung dann zu viel Qualität wegnimmst. Das ist es, glaube ich. Also dass er 6er spielen kann, hat er, glaube ich, auch schon bei Schalke gezeigt. Aber ich sehe ihn schon als den Chef hinten in der Abwehr. Ja. Und das würde ich bei der Qualität, die Gladbach auch im Zentrum hat, nicht unbedingt wegnehmen. Okay. Also als Option definitiv. Ja. Ich glaube auch, dass Marvin Friedrich gerade eine neue Chance erhält. Ja. So möglich ist es, aber ich glaube nicht, dass er da als Stammsechser jetzt eingeplant ist, wenn alle da sind. Könnte natürlich schon sein, dass du sagst, ey, Wöber, Marvin Friedrich, beide richtige Kanten hinten drin, einer Linksfuß, der andere Rechtsfuß, Itakura, Qualität auf der 6. Aber dann hast du halt auf der 6 noch mehr Gedränge. Genau, ne? Hast du auf der 6 noch mehr Gedränge. Aber es bleibt spannend, also eine Option ist es auf jeden Fall. Und wer sich zu uns bekannt hat, ist Alassane Player, hat auch nochmal gesagt, so eine Option, die er gerne nochmal machen würde, wäre Lille, weil er da groß geworden ist, Fan von dem Verein ist, aber er hatte, ist auch bekannt, eine schwierige Zeit letzte Saison, war auch sehr, sehr unzufrieden, wollte, glaube ich, auch am Anfang der Saison weg und mit Gesprächen mit Roland Wirkus und wahrscheinlich auch Seoane konnte man ihn überzeugen, bei unserer Borussia zu bleiben. Und für mich ist Alassane Player ein überdurchschnittlicher Bundesligaspieler. Und meine Prediction ist, auch wenn viele in den Kommentaren immer drüber lachen, ich sage, der hat 15 Scorer-Punkte drin, plus. Wäre natürlich eine outstanding Saison dann oder eine sehr, sehr gute Saison für ihn, aber ich glaube, das hat er im Kasten. 7 Tore, 8 Vorlagen auf der 8er. Also der 10er. Also Torbeteiligung definitiv. Ja. Ich meine, der verteilt die Bälle gut. Der war vor 2 Jahren, glaube ich, hat er zweistellig vorbereitet. Ja. Ja. Dass wenn der Knoten platzt, das ist super Abschlüsse. Und der richtige Trainer, ne? Ja, also 15 Scorer. Ja. Würde ich sagen, sind schon drin. Ja. Wenn er eine gute Saison spielt, wenn man Gladbach einiges greift, sind 15 Scorer drin. Ja, und hoffen wir mal, dass er wirklich auch bleibt, ne? Und keiner die Kaufoption zieht. Und da sind wir auch schon beim Thema. wir haben uns schon sehr drüber aufgeregt. Das Thema muss auch langsam abgehakt werden. Für mich ist das auch abgehakt. Es gab da doch mal Anfeindungen gegen Jonas Hofmann. Ich glaube, aus der Emotionalität kann man schon mal Dinge sagen, die man danach vielleicht nicht mehr so sagen würde. Ich glaube, Jonas Hofmann muss auch verstehen, dass es eine schwierige Angelegenheit ist, in der Phase zu Leverkusen zu wechseln, wenn man sportlich irgendwo verstehen kann. Klar distanzieren wir uns von allem, was dann in die Richtung geht, die einfach appetitlos sind, ganz klar. Ne? Mal ein Spruch oder mal ein Pfiff, alles gut. Ich glaube auch, dass er gnadenlos ausgepfiffen wird im Stadion. Damit muss man auch rechnen. Wie siehst du die Sache noch? Abschließend, vielleicht siehst du es ein bisschen emotionsloser als ich. Also sportlich absolut verständlich natürlich. Leverkusen
baut, glaube ich, gerade eine starke Mannschaft, sehr starke Mannschaft. Muss man schon sagen. Leider auch mit vielen Ex-Spielern von uns, die wir gerne hatten. Absolut. Oder zumindest allen noch, gerade Chaka. Ja, Zacharias ist ja auch noch im Gespräch. Ja. Sportlich, wie gesagt, absolut nachzuvollziehen. Es steht eine WM an. Genau. Aber ja, er hat ja auch vorher gesagt, er versteht, also er rechnet schon damit, dass man was bekommt, dass er Pfiffe bekommt, dass er Sprüche bekommt. Ja. Er möchte aber ja trotzdem Verständnis haben irgendwo. Im Internet, so die Seite sieht man halt emotional nicht unbedingt, dass es da jetzt wirklich um was Sportliches geht. Und dann, wenn man dann nur die emotionale Seite mal von dem anderen sieht, dann ist Leverkusen halt immer noch Leverkusen und viele Gladbach-Fans nehmen sich das halt zu Herzen. Auch weil natürlich... Trotzdem bleibe ich dabei. Also man sagt nicht Roland Wirkus, ich bleibe, alles top, und dann zwei Tage am Telefon abzusagen, ist aus meiner Sicht unart, das geht nicht. Keine Frage. Also klar, dass er ausgepfiffen wird, alles super, alles, was darüber hinausgeht, ist, dann muss ist man abhaken. Viel, ne? Wir müssen uns einfach auf unsere Saison konzentrieren und das ist ein gutes Stichwort. Ja, ich würde sagen, die Folge zu beenden. Wie gesagt, in die Kommentare schreiben, Abo und Daumen und ein Like da lassen. Dein Sportsfreund gönnt mal wieder. Mit eurer Größe rein und ihr habt noch Lagerverkauf, ne? Genau. Hier vor Ort in Karst, ab Donnerstag, den 3.8. starten wir. Das läuft dann genau eine Woche bis zum 10.8. Super Preise, super Angebote. Kommt vorbei, gerne. Unter der Woche von 12 bis 20 Uhr, samstags von 9 bis 18 Uhr, Ruhrstraße 5 in Karst. Genau. Und damit wollen wir es belassen. Viel Glück beim Gewinnspiel. Wir sehen uns die Tage wieder. Danke, dass ich hier sein durfte, Robin. Und sehr macht's gerne. Gut. Ciao. Bis dann. Wir sind Borussia.